Erstmal begrüßen wir natürlich mit einer Rolle vorwärts. Hände schütteln, Hände klatschen. Die erste Klasse ist nicht da. Okay, gut. Ohne vorwärts und ohne Hände schütteln, ohne abklatschen. Die zweite Klasse. Jo, na ihr Billos. Hallo? Tür entriegeln. Okay. Nee. Oh, das ist ja gemein. So. Das war ja wirklich gemein gewesen. Ihr kleinen Schlawiner. Und auch damit hallo und herzlich willkommen. Welch ein schönes Wetter. Wow. Sieht das toll aus? Okay. Warte. Herrlich. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir gucken mal ganz kurz, wo befinden wir uns denn hier eigentlich? Wir befinden uns gerade sehe ich gerade gar nicht. Ich glaube, das war in Duisburg war das gewesen. Wir sind in Bochum, fahren nach Duisburg. Oh, das ist ja relativ kurz. Ja, damit auch nochmal hallo und herzlich willkommen zu TSW. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen beeindruckt. Aber es waren auch kleine Schlawiner gewesen, muss man sagen. Ich werde mal vorher nochmal gucken, ob hier alles so seine Richtigkeit hat. Da haben die tatsächlich so ein paar Sachen einfach mal umgemodet. Vorher war ja schon alles angewiesen und jetzt auf einmal nach geführten 20 Stunden hier in der S-Bahn in NRW muss ich hier alles selber machen. Das gibt's ja gar nicht. Entkuppeln nicht. Aber wir werden mal sehen. Das wird gleich mal richtig lustig. Wir werden mal Scheibenheizung brauchen wir nicht. Signallicht machen wir mal Fernlicht. Und jetzt können wir erstmal die Tür zumachen. Was haben wir hier noch alles? Makrofon. Führerraum. Beleuchtung. Machen wir mal hier schön an. Es ist ja früh am Morgen. Ja. Gut. Druck baut sich auf. Man sieht es unten links ganz gut. Und jetzt geben wir auch schon Gas. Ja. Richtung Mülheim Ruhr Hauptbahnhof Bahnsteig 5. Okay. Das hatten wir bei der letzten Folge nicht gehabt. Da sind wir auch in Mülheim. Boah. Sind in Mülheim angehalten. Aber da war es einfach nur Hauptbahnhof gewesen und nicht Bahnsteig 5. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür sorgen muss, dass wir oder auf Bahnsteig 5 oder Gleis 5 anhalten. Ich weiß es nicht. Ach, halt muss man hier so ein bisschen an die Geschwindigkeit. Und gehen mal so peu à peu höher. Ja, auf was wollte ich eigentlich zurückkommen? Ich wollte eigentlich meine Einführung ein bisschen anders beginnen. Aber das war jetzt gerade so ein bisschen, ein bisschen was anderes. Als es sonst der Fall war. Aber ich habe es einigermaßen hinbekommen. Also tut mir leid, wenn jetzt hier keine lustige Situation entstanden ist. Ich bin so unlustig. Ja, wir sind jetzt gerade von Bochum aus Richtung Duisburg unterwegs. Eine relativ kurze Fahrt, glaube ich. Gut, wir fahren jetzt gerade 8 Kilometer, aber was ich jetzt so gesehen habe, wir können gleich nochmal gucken, wenn wir in Mülheim sind. Okay, es sind immerhin 8 Kilometer. Ein bisschen jetzt aufpassen. Zwischenzeitlich in 800 Meter müssen wir schon wieder auf 100 runtergehen. Ist dann manchmal so ein bisschen Ding geschuldet, weil wir vielleicht denn die Weichen kreuzen, eine Kurve kommt oder vielleicht an einem Gleis vorbeifahren. Obwohl ich glaube, 100 km/h an einem Bahnhof vorbei, den wir nicht anhalten, ist schon ziemlich schnell. Aber okay. Wir passen nur auf die Signale auf. Wir sind nun dafür da, den Zug von A nach B zu bringen, den einigermaßen pünktlich und wohlbehalten zum nächsten Bahnhof zu befördern, dass die Leute auch da aussteigen können. Das ist auch natürlich immer ziemlich wichtig. Ja, ist auch wirklich so. Hier ist ein Bahnhof und an dem fahren wir jetzt quasi einfach vorbei. Können wir auch schon wieder Gas geben. Jetzt können wir auch wirklich voll durchdrücken, weil jetzt kommt 140 sogar maximal. Und dann geht es auch erstmal so weiter und danach kann ich mal mich den Fahrgästen wieder ein wenig widmen. Aber man erkennt halt schon so die Bau- und Strukturweise der Kleinstädte, der Vorstädte, der Ortschaften und generell der Gebäude von NRW, die sind ja wirklich schon, ja, einmalig klingt immer besonders, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, es sieht halt manchmal so ein bisschen karg aus, aber das ist halt dann wirklich NRW und das passt dann auch ganz gut, so eine richtige Leistung hier, Finn. Mal gucken, was jetzt die Geschwindigkeit sagt. Ja, die ist in Ordnung. Dann gucken wir uns mal um. Erstmal begrüßen wir natürlich mit einer Rolle vorwärts. Hände schütteln, Hände klatschen. Die erste Klasse ist nicht da. Okay, gut. Ohne vorwärts und ohne Hände schütteln, ohne abklatschen. Die zweite Klasse. Joa, na ihr Billos.
Vielleicht wenn wir ja irgendwo die erste Klasse. Ah, das ist aber auch so schön ruhig hier. Das ist herrlich. Also hier könnte ich wirklich die ganze Zeit sitzen und mir so denken, ach, ist das toll. Schönes Wetter. Ah, ihr bräuchtet mal Licht, wa? Ein Augenblick. Fahrgastraumbeleuchtung an. So. Ah, viel besser. Viel, viel besser, weil man muss ja mal sagen, manchmal, man ist alleinstehend, man fährt mit der Bahn immer wieder, gerade wenn man Pendelfahrer ist, also man fährt quasi jeden Tag mit einem derselben Bahn zur selben Zeit. Und manchmal ist das so wie die beiden Süßen hier, man lernt sich kennen. Manfred und Uschi. Uschi ist kein schöner Name. Sibylle. Manfred und Sibylle lernen sich kennen. Seit 2 Jahren fahren sie mit einer derselben Bahn. Manfred ist irgendwann Sibylle aufgefallen, genauso wie Sibylle Manfred aufgefallen ist, aber wie es manchmal so ist, keiner traut sich, den anderen zu grüßen. Vielleicht mal ein Lächeln oder so, und dann wird das so ein verkrampftes Lächeln, dass wahrscheinlich Sibylle denkt, oh, der Manni, der hat nur Böses vor, der will am liebsten wahrscheinlich hier, oh, kann man die eigentlich aufmachen? Nee, schade. Der will wahrscheinlich hier die Scheiben öffnen und dann Sibylle rauswerfen. Verständlich, wenn man denn nicht so lächeln kann wie ein Brad Pitt. Nee, aber ich finde das auch mal ganz herrlich. Da gibt es halt eigentlich ganz schöne Geschichten, von denen die Leute erzählen, die sich halt dann wirklich in der Bahn kennenlernen. Und das ist ja auch kein Unding, das ist ja auch gar nicht schlimm so. Weil man fährt ja wirklich teilweise, ich bin ja auch Pendelfahrer, ich fahre ja, gut, ich arbeite dreischichtig, oh, wir sind ein bisschen schön unterwegs. Ich arbeite ja zum Beispiel dreischichtig und gut, aber in der Woche arbeite ich halt nur diese eine Schicht durch. Also fahre ich 5 Tage lang fast zur selben Zeit zur Arbeit und fast zur selben Zeit nach Hause. Und das geht tausend anderen, gerade in der Großstadt von Berlin, genauso. Und da treffen sie sich halt manchmal mitunter auch wirklich. Und dann muss man sich ja auch wirklich mal trauen zu sagen, hey du bist mir aufgefallen. Seit Tagen, seit Wochen und Monaten wollte ich dir eines mal sagen, benutz mal Deo. Nee, aber manche sagen dann halt auch wirklich, ist halt aufgefallen und dann, ja, was macht man dann? Was könnte man zum Beispiel machen? Das ist jetzt bin ich quasi Dr. Sommer in Verharmlosung. Hier geht es jetzt nicht um Dingsda-Bumster, sondern hier geht es jetzt so ein bisschen ums Kennenlernen. Vielleicht ums Flirten. Vielleicht kann ich da ein paar Leuten helfen, weil ich ja voll der Experte in solchen Sachen bin. Aber vielleicht hilft es ja euch irgendwie. Was macht man da? Regel Nummer 1: Lächeln üben. Versucht vorm Spiegel vorher das Lächeln zu üben. Wie gesagt, es muss kein Brad Pitt-Lächeln sein, oder wie sonst die ganzen Konsorten heißen, aber es sollte halt schon ein Lächeln sein, das nicht unbedingt heißt, oh, der oder diejenige, die will mich jetzt hier gleich durch das schmale Fenster schieben und dann liege ich da. Das sollte nicht sein. Oder liege ich da dann während der Fahrt, dann liegst du nicht mehr da, dann rollst du da erstmal mit der Bahn mit und dann geht es nicht ganz so gut, aber das sollte vielleicht ein bisschen geübt sein. Augenzwinkern, wenn man das gut hinbekommt. Das sollte nicht wie ein epileptischer Anfall, soll nicht böse gemeint sein, aber soll nicht wie ein epileptischer Anfall oder wie ein Schlaganfall aussehen. Das könnte man auch üben. Aber wenn man es von vornherein drauf hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber Lächeln ist immer gut. Und versucht auch mit den Augen zu lächeln. Ich glaube, einige von euch kennen bestimmt How I Met Your Mother, der Captain, wo sie damals herausgefunden haben, der Captain hat 2 Arten zu gucken. Der Mund ist immer am Lächeln. Und wenn man den Mund verdeckt und sich die Augen anschaut, dann gucken die Augen immer extrem böse. Das kann natürlich auch so sein, gerade mit Mund- und Nasenschutz. Das ist dann richtig problematisch. Stell dir mal vor, du wirst diejenigen angrinsen. Du grinst auch, aber deine Augen sagen was ganz anderes. Hunger. Oder, ja, wie gesagt, durchs Fenster quetschen, irgendwie sowas. Muss auch geübt sein, dass man versucht, authentisch auch mit den Augen zu lächeln. Finde ich persönlich ziemlich wichtig. Gerade als Mann kriegt man es nicht immer hin. Und einfach diesen Mut greifen. Oh, was ist los hier? Was ist hier los? Achso, er hier war. Mach gerade die Türen zu. Ja. Boah, Alter, hast du mich erschreckt. Kannst du nicht machen. Gut, wir sind immer noch in Mülheim unterwegs. Mülheim Ruhr Styrym Bahnsteig. Styrym wird es wahrscheinlich nicht ausgesprochen. Klingt so ein bisschen türkisch-polnisch. Und wir fahren jetzt noch Styrym. Ich kann euch zum Beispiel mal eine Gelegenheit sagen. Das ist, glaube ich, auch schon 1,5 bis 2 Jahre her. Bevor ich halt diese ganzen YouTube-Dinge gemacht habe, habe ich mir auch irgendwann so gedacht, ey,
guckst dir einfach mal in der Bahn um. Du musst ja nicht diese ganzen Flirt-Apps mitgehen. Muss ja nicht unbedingt sein. Guck dir einfach mal so ein bisschen in der Bahn um. Und da ist mir eine damals wirklich dann aufgefallen. Das war eine Nachtschichtwoche gewesen. Die war in meinen ein und selben Bahn gewesen. Montag ist die mir aufgefallen. Ja, ganz nett, sympathisch. Das mag ich halt immer, sympathisch und nett. Und Dienstag war sie immer noch drin gewesen. Dann habe ich mir gesagt, weißt du was? Wenn die am Mittwoch drin ist, dann gibst du ihr den Zettel. Dann schreibst du, ich habe einen Zettel vorbereitet mit meiner Telefonnummer. Wenn sie gerne möchte, kann sie mich gerne anrufen, respektive natürlich schreiben, WhatsApp und sowas. Ah, Verzeihung. Kann sie mir gerne über WhatsApp schreiben. Was war am Mittwoch? War sie. Oh. So. Ja, und was war am Mittwoch? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, sie war noch drin gewesen. Ich habe mich immer nicht getraut, mit den Zelle zu ihr zu gehen. Ich habe mir, glaube ich, gesagt, das mache ich dann am Donnerstag, wenn sie drin gesetzt. Weil, wenn sie schon 3 Tage drin gesetzt, dann muss sie ja wirklich die ganze Woche quasi einen und denselben Move ausüben, so wie ich. Jo, was war am Donnerstag? Dann war sie nicht mehr in dem Waggon drin. So wie in den letzten 3 Tagen. Ja, habe ich natürlich Pech gehabt. Das war meine Dummheit gewesen. Und das ist halt Regel Nummer 2. Beeil dich. Also quasi Regel Nummer 1, übe das Lächeln, egal, Lächeln mit Mund, mit den Augen oder mit den Augenzwinkern. Und Regel Nummer 2, trau dich. Das sind eigentlich die 2 Punkte, die sind extrem wichtig. Gut, Nummer 3, gerade wenn du vielleicht irgendwie was sagen solltest oder so. Zu dem Punkt kann ich auch mal gleich kommen, da kann ich euch auch mal gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen. Zum anderen Punkt ist natürlich, wie artikuliert man sich? Wie gibt man sich? Das ist auch extrem wichtig. Und da kann man gerne die Notbremse drücken, denn kommt man gar nicht weiter vom Gespräch hier. Guck mal kurz mal hier raus, ob alles hier in Ordnung ist. Sehr schön. Die Tür kann man ja vorher schon mal zumachen hier. Oh, guck mal, kann man sogar wirklich drücken, dann gehen die hier zu. Nett. Gut, das probieren wir nicht noch einmal aus. Da ist dann bestimmt wieder so ein Glitch vorhanden. Ja, Regel Nummer 3, wie gesagt, das mit den Artikulieren. Das ist auch schon wieder leider sehr lange her. Die Zeit vergeht immer so ein bisschen. Das war, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gewesen, zu meinem Geburtstag. Ich war mit einer Bekannten, mit einer sehr guten Freundin, war wirklich nur eine sehr gute Freundin gewesen, war ich in einer Bar gewesen, eine schöne, gemütliche Bar. Saßen wir da ein bisschen auf meinen Geburtstag angestoßen, einfach so gequatscht über Gott und die Welt. Man kennt das halt so ein bisschen. Und da ist mir halt eine junge Person, denn eine junge Frau, einen Tisch neben uns aufgefallen. Fand ich attraktiv, fand ich sympathisch und hab dann andauernd schon mit meiner Bekannten gesprochen. Ey, die finde ich gut. Ich glaube, die spreche ich mal an. Hab dann halt ein, zwei Flaschen Bier getrunken. Mehr waren es auch nicht gewesen. Also ich war stocknüchtern gewesen. Und als wir dann am Gehen waren, habe ich dann gesagt, oh komm, jetzt machst du das einfach mal. Bin dann in die Bar gegangen, hab erst überlegt, bestelle ich ihr vielleicht ein Bier? Das Ding ist immer, die an der Bar öffnen sofort das Bier. Also ist es ein bisschen doof, wenn ich zu der Person gehe und ihr quasi ein Bier ausgebe, was geöffnet ist. Sollte man nicht machen. Generell sollten sowieso Frauen darauf aufpassen, dass sie sowas nicht annehmen von Personen, die sie nicht kennen. Ganz wichtig, um das auch nochmal hier loszuwerden. Jedenfalls habe ich gesagt, nee, mit dem Bier machst du mal lieber nicht, kommt sowieso komisch. Ich habe dann, bin an die Bar gegangen, habe mir, glaube ich, zum Mitnehmen ein Bier bestellt. Und hab dann noch einen Zettel und ein Stift gebeten, hab dann meine Telefonnummer aufgeschrieben, bin dann zu der Person gegangen und ich wusste auch von vornherein nicht, was soll ich sagen. Und ich bin dann zu ihr gegangen, hab sie, glaube ich, angestöpselt, also angestöpselt klingt auch komisch, hab sie quasi mit den, so angestupst, so, mit der Hand angestupst, klingt besser. Hab sie angestupst und hab dann gesagt, hey du, sorry, dass ich störe oder sowas, du bist mir halt aufgefallen und wenn du magst, würde mich sehr freuen, kannst dich gerne bei mir melden. Hat sie nicht gemacht. Gut, das ist Regel Nummer 4. Nicht die Hoffnung verlieren, nicht den Kopf hängen lassen, kann alles passieren.
bei mir auch nicht so gewesen. Ich habe mir überlegt, könnte drei Gründe haben. Erstens, sie hat einfach keinen Bock gehabt. Zweitens, war vielleicht ihr Freund gewesen, der dabei war. Hat jetzt nicht so den Eindruck gemacht. Wenn er die sowas auch nicht gemacht, wenn ich wirklich offensichtlich merke, dass ihr Freund so aus wie ein Kumpel, da war nichts mit Rumschickern gewesen oder verliebt sein. War halt irgendwie ein Kumpel in meinen Augen gewesen. Oder was auch sein könnte, es hätte eine kleine Ausrede, um mir vielleicht ein bisschen zu schmeicheln. Ich habe die Nummer falsch aufgeschrieben. Das kann ja auch mal schnell passieren. Da rast das Herz, so ist besser. Da macht die Pumpe nicht mehr richtig mit und da ist man so aufgeregt, dass man die falschen Zahlen aufschreibt. Aber im Endeffekt habe ich mir eins gesagt und das ist halt auch Motivation. Da kommen wir jetzt im Motivationsbereich. Ich habe es mal gemacht. Darüber war ich richtig glücklich gewesen. Ich habe mich mal getraut und habe jetzt nicht gesagt, ja komm, ich mache das jetzt und habe es dann doch nicht gemacht, dann ärgere ich mich. Und jetzt habe ich es gemacht, klar, ist nicht gut ausgegangen, die Person hat sich nicht gemeldet, aber im Nachhinein, oh, ich konnte sowieso dann schon vornherein sagen, gut, wenn sie mich anruft, aber ich habe mich wenigstens mal getraut. Und das ist halt auch so wichtig, dass man sich halt wirklich mal traut. Wenn man irgendwas machen möchte, was schaffen möchte, muss man es einfach machen. So, jetzt seid ihr Flirt-Experten. Herzlichen Glückwunsch. Der Sommer kommt sowieso, die Frühlingsgefühle sind ja, naja, jetzt nicht so da aufgrund der Corona-Zeit und all drum und dran, aber trotzdem im Sommer wird es wahrscheinlich wieder so ein bisschen aufgehen, die Lockerungen sind sowieso da. Jetzt, dank meiner Wenigkeit, könnt ihr ja mal gerne einen Hashtag darunter setzen, Stickotin bringt uns Liebe bei oder Stickotin Call of Love, ich weiß es nicht, keine Ahnung, macht da irgendwie so einen schönen Hashtag. Wenn ihr meint, jo, das hat mir jetzt weitergeholfen. Wenn nicht, vergisst das einfach. Würde ich auch vollkommen verstehen. Vergisst einfach das, was ich gesagt habe. Na gut, wir sind erstmal jetzt hochkonzentriert, denn es ging schnell vorbei, Richtung Duisburg Hauptbahnhof. Herzlichen Glückwunsch, meine lieben Freunde. Wir sind auch schon da, Duisburg Hauptbahnhof. Daher auch an alle, die aus Duisburg kommen sollten, ob bei YouTube, bei TikTok oder Instagram, die das schauen sollten. Schöne Grüße. Hier in meiner S-Bahn Richtung Duisburg, in Duisburg spielend aus Berlin. Schöne Grüße an alle Duisburger oder die in Duisburg waren, nach Duisburg fahren, wie auch immer. Und damit, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hallo und welcome. Wir sind jetzt in Duisburg, Hauptbahnhof, Endstation und ich bitte Sie alle auszusteigen, respektive ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt quasi hier ersetzt werden durch einen Kollegen. Wird sich bestimmt irgendwann zeigen lassen. Wenn sie also weiterhin sitzen bleiben sollten und der Zug fährt nicht weiter, bin ich wahrscheinlich schon längst zu Hause, schalte den Fernseher ein und bestelle mir eine Pizza. Da können wir uns mal ganz kurz mal den Bahnhof hier anschauen. Hatten wir uns schon letztens angeschaut, da hatten wir ja schon, glaube ich, irgendwas anbringen wollen. Wir können mal hier kurz gucken. Oh, ich muss mir kurz mal merken. Da. Ah, hier. Ah, sehr liebe Grüße zurück an, ach komm, einen Augenblick, den geben wir uns noch. Ich hatte nämlich tatsächlich einen netten Kommentar erhalten, muss ich mir leider kurz mal raussuchen. Der hatte mir nämlich schon da auf die Sprünge geholfen, dass da höchstwahrscheinlich ein Fahrplan ist. Einen Augenblick, habe ich gleich. Schöne Grüße an Leon, der hatte mir nämlich vor 3 Tagen schon auf der letzten Folge oder so geschrieben, dass er glaubt, dass bei der Unterführung, gerade wie eben, links ein Fahrplan auszuhängen ist. Also schöne Grüße an Leon, danke für den Tipp, weil, ganz ehrlich gesagt, ich habe mir den Kommentar sogar ein bisschen gemerkt, im Hinterstübchen, obwohl Hinterstübchen, wie sollten wir jetzt nicht vergessen, hier jetzt alles zuzumachen. Ich hatte mir tatsächlich einen Kommentar so ein bisschen Hinterstübchen gemerkt. Ist das unser Zug? Oh, ich weiß das gar nicht. Wir machen einfach jetzt mal hier zu. Das ist gar nicht unser Zug. Oh. Doch. Nein. Nein. Wo ist der Fahrplan? Da ist der Fahrplan. So. Hier. So. Ach, läuft. Das war unser Zug gewesen, es war nur die falsche Seite vom Zug. Joa, kann alles passieren. Denkt daran, wenn ihr irgendwelche schönen Ereignisse hattet mit der S-Bahn oder generell mit der Bahn, was so geschehen ist, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare posten. Ich gebe auf alle Fälle ab.
Ja, zum Ende des Videos. Die nächste Folge kommt bestimmt irgendwann im Laufe der Woche, Ende der Woche. Und wir haben einen Erfolg freigeschaltet. HRR Ruhrfahrer. Schließen Sie die Zugverbindung auf der Hauptstrecke ab. Okay. Super, haben wir einen Erfolg freigeschaltet. Ich bin wieder ein Stückchen besser auf der Xbox und wünsche euch auf alle Fälle einen angenehmen Abend, angenehmen Tag und eine restliche gute Woche. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss her. Oh.